Jetzt spricht Außenministerin Annalena Baerbock und sie stellt ihren Haushalt vor. Danke. Können Sie hier gerne auf den Tisch bringen. Einen schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, Frau Präsidentin. Wenn ich mir die Debatten in unserem Land in den letzten Wochen so anhöre, muss ich manchmal an den Titel eines Buches von Joachim Meyerhoff denken. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Damals, als Sicherheit vermeintlich nichts kostete, als Kriege vermeintlich weit weg waren und sich für das Klima nur die Grünen interessierten. Diese vermeintlich heile Vergangenheit. Und ich kann diese Sehnsucht nach der vermeintlich heilen Welt von früher, ehrlich gesagt, insbesondere an Tagen, wo man glaubt, die ganze Welt ist aus den Fugen geraten, total verstehen. Sie ist zutiefst menschlich. Aber wir leben eben nicht in einer Wünsch-dir-was-Welt, wo man rote Rosen verteilt, sondern wir leben in der Realität, die wir uns im Zweifel nicht ausgesucht haben. Das ist unsere politische Verantwortung heute. Und zur Wahrheit gehört ebenso diese vermeintlich sichere, bessere Vergangenheit. Sie hat es nie gegeben. Unsere Sicherheit in Deutschland, erst recht in Europa, sie war nie selbstverständlich. Das vermeintlich billige Gas aus Russland hat uns unsere Energiesouveränität, unsere Energiesicherheit gekostet. Unser Leben in einem freien und friedlichen Europa, was viele meiner Generation als so selbstverständlich immer angesehen haben, wurde von mutigen Menschen aufgebaut, gerade auch im Osten unseres Landes und vor allen Dingen im Osten unseres Kontinents. Und es ist jetzt genau an uns, an unserer Generation, unseren Frieden und unsere Freiheit zu erhalten, bewahren, was uns schützt, durch die Veränderung, die es braucht in dieser Welt, in der wir nun mal leben. Und das können wir nur gemeinsam. Egal, ob wir über unsere nationale Sicherheit reden, über den Schutz unserer europäischen Friedensordnung und Freiheit in der Europäischen Union oder auch über die Migration. Alleine, und das ist ja, was das Wunder der Vergangenheit ist, dass wir nicht mehr alleine sind, gerade nicht wir Deutschen. Alleine werden wir es nicht schaffen. Daher haben wir uns nach 10 Jahren Verhandlung gemeinsam in der EU endlich auf diesen so schwierigen Kompromiss, aber so nötigen Kompromiss des gemeinsamen europäischen Asylsystems geeinigt, weil wir es nur gemeinsam schaffen. Und das sollten wir haben die Debatte ja heute Morgen geführt, nicht vergessen. Und das sage ich deswegen auch an unsere osteuropäischen Nachbarn und Partner. Wir gehen weiter gemeinsam europäisch voran und bewahren, was uns schützt, nämlich unsere europäische Freiheit, die gebaut ist auf Schengen und unserer Freizügigkeit. Und zugleich tun wir alles dafür, was es braucht, um eben unsere Außengrenzen zu sichern. Die Last, die wir natürlich haben in diesen Zeiten, wo wir von außen und von innen als Demokratien angegriffen werden, gemeinsam zu schultern. In Humanität und mit geordneten Verfahren. Weil dieser Zweiklang das ist, was uns immer geleitet hat. Als Rechtsstaaten für Ordnung zu sorgen und zu wissen, dass wir auf einem Fundament der Werteunion stehen. Und diese Fähigkeit, die Kraft zu finden, dass Sie von der AfD die Werteunion nicht kennen, das wissen wir leider alle. Sie wollen sie nämlich abschaffen. Und genau das ist die Gefahr, der wir ausgesetzt sind. Dass wir aber genau dafür einstehen, weil der Schutz unserer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, der Schutz unserer Werte, der beste Sicherheitsschutz ist, das leitet uns auch in der Außenpolitik. Das leitet uns in einer Politik, wo wir
hehre Reden halten können, wo wir schnelle Überschriften generieren können, wo aber das Leid tagtäglich ist, wo wir jeden Tag entscheiden müssen, wie wir handeln. Und zwar nicht, wie wir es uns wünschen würden, sondern wie wir Veränderung im Hier und Jetzt schaffen. In einer Realität, wo sich Frauen und Kinder in Dörfern in der Ostukraine früh morgens in Evakuierungsbussen sammeln, um vor den heranrückenden russischen Truppen zu fliehen. Darum geht es in dieser Welt. In der Realität, wo Beobachtungsdrohnen über Bundeswehrstandorten gesichtet werden, mitten in Deutschland, und manche sie einfach nicht sehen wollen. In der Realität sind Konflikte und Kriege und die Klimakrise eben keine fernen Dinge, wovor wir die Augen verschließen können. Sie haben einen Einfluss auf uns und auf unsere Sicherheit. Und daher gilt es für uns, genau hinzuschauen, was in der Welt vor sich geht und erst recht vor unserer Haustür. Die Katastrophe in Sudan, sie geht uns eben auch hier direkt etwas an. Genauso wie die Instabilität in der Sahelzone. Es geht da um unsere Sicherheit. Wir brauchen internationales Engagement, um den Wohlstand und die Sicherheit gerade bei uns zu schützen. Und dafür braucht es einen schlagfertigen Haushalt, einen Sicherheitshaushalt. Leistet dieser Haushalt, den wir hier diskutieren, absolut alles, was wir dafür brauchen? Ehrlich gesagt, nein. Für unsere Sicherheit bräuchten wir weit mehr, für die innere Sicherheit und die äußere Sicherheit. Aber wir machen nun mal Politik in der Realität, wo wir uns nicht herbeiwünschen können, dass wir die Schuldenbremse irgendwie modernisieren. Dafür braucht es in unserer parlamentarischen Demokratie, in unserer Realität eine Zweidrittelmehrheit. Die gibt es leider nicht. Wir haben das, Gott sei Dank gibt es nicht, ich wollte aber gerade an die Union sagen, wir haben eigentlich die Kraft, dass wir die Realität im Hier und Heute auch verändern können, gemeinsam gefunden mit dem Sondervermögen. Da haben wir die Sicherheitslage gemeinsam erkannt. Daher möchte ich unterstreichen, nicht nur ich als Außenministerin, sondern auch der Verteidigungsminister, die Innenministerin, wir alle stehen bereit, diesen Sicherheitshaushalt gemeinsam mit Ihnen als Union wie beim Sondervermögen auf den Weg zu bringen. Solange das nicht möglich ist, kann ich mir zum Glück in einem Rechtsstaat als Regierung diese Zweidrittelmehrheit nicht selber schaffen. Deswegen haben wir in diesem Haushalt, auch in meinem Einzelplan, schmerzhafte, aber klare Prioritäten gesetzt. In jedem Ressort, auch bei uns. Wir haben uns gefragt, was ist unverzichtbar für die Sicherung unseres Friedens und unserer Freiheit? Dazu gehört die weltweite humanitäre Hilfe, genauso wie der Ertüchtigungstitel, mit dem wir die Ukraine unterstützen. Dafür gehört auch der bilaterale Einsatz für unsere europäische Nachbarschaft. Und dazu gehört auch, dass wir jeden Tag alles dafür tun, dass wir endlich wieder Frieden in Europa, in der Ukraine haben. Aber leider haben wir keinen Zauberstab, wo wir Putin plötzlich verzaubern können, dass er an den Verhandlungstisch kommt. Der Bundeskanzler hat es klar und deutlich gesagt. Das Angebot ist da, von uns allen seit 2,5 Jahren über Frieden zu sprechen. Selenskyj hat es erneuert. Die Antwort vom russischen Präsidenten war ein Angriff auf ein Kinderkrankenhaus. Gerade weil wir jeden Tag für die Ukraine, für den Frieden auf unserem Kontinent arbeiten, gilt zugleich auch, wir werden die Ukraine, und das bildet dieser Haushalt ab, weiter unterstützen, damit nicht nur sie in Frieden leben kann, sondern der Frieden auf unserem Kontinent für unsere Generation Kinder gesichert ist. Dankeschön.